Direkt ging es mir richtig gut. Ja, und jetzt geht es mir noch besser. Jetzt habe ich mich schön entspannt und bin wieder in der Welt angekommen. Direkt nach der Massage ist man erstmal auf Wolke 7 und träumt noch so ein bisschen vor sich hin. Aber jetzt bin ich sehr geerdet, sehr entspannt und ich fühle mich wohl. Ja. Ja, das ist nochmal was ganz anderes, was ganz Individuelles. Also jede Massage hat sicher seinen Vorteil und hat seinen Nutzen, aber das ist so ein Stückchen weit dadurch, dass der ganze Körper mit einbezogen wird und auch dieser Intimbereich. Ja, man muss da an seine kleinen Baustellen ran und man muss dann einfach sich zeigen, wie man ist. Und man darf es aber auch. Und ich finde das sehr schön, dass man dann einfach sich fallen lassen darf und sein darf, was man ist und nicht einfach ja, irgendwie funktionieren muss. Und insofern finde ich das total klasse. Passt vielleicht nicht an jeden Punkt und für jeden Menschen, aber für mich ist das eine absolute Bereicherung. Das ist mir heute ganz leicht gefallen. Also, das ist natürlich auch immer eine Sache, die ist abhängig von mir selbst, von dem Punkt, an dem ich gerade stehe, wie ich mich gerade fühle, wie ich drauf bin, ob ich mich fallen lassen kann oder nicht. Und es hat natürlich sehr stark was mit Vertrauen auch zu tun. Und das war heute alles da. Und ja, also ich hatte da keine Probleme. Es war mir leicht. Ja, das muss man auch differenziert betrachten, weil ich muss sagen, dass ich so ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so Herr meiner Sinne war und auch gar nicht mehr wollte, gar nicht mehr nachdenken und nachspüren wollte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dann fallen lässt und einfach schaut, was einem so passiert. Aber es ist so, dass es wie eine Welle über mich gekommen ist und dass ich da ganz, ganz viele unterschiedliche, ja, Qualitäten gespürt habe und ja, mich erstmal kennengelernt habe, dadurch auch wieder ein Stückchen weiter, was dann überhaupt an Gefühlen möglich ist an der Stelle. Also, das war schon toll. Also, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es bringt mich zu mir selbst. Es bringt mich dazu, ja, mich als Mann auch wirklich wahrzunehmen. Weil das, was so ein Männerbild da ist und das, was ich so gelernt habe, Mann zu sein, hat mit dem, was das natürliche Projekt Mann eigentlich ist, gar nicht viel zu tun. Das ist eine gesellschaftliche Sache, die ziemlich trennt, die ziemlich teilt in Mann, Frau, in weiß ich nicht, alle möglichen Facetten und an der Stelle ist es einfach rund und meine Sexualität, die ja, ich erkenne mich dann in einer ganz anderen Form als Mann, auch in meiner Sexualität und das gibt Selbstbewusstsein, das gibt Vertrauen, das ja, und das bringt mich mir ein Stück näher. Also ich finde das ganz wichtig. Ja gut, dann braucht man natürlich erstmal einen Partner, der weiß, worum es da geht. Das ist ganz wichtig und man braucht natürlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss, weil es ist eine sehr intime Sache und es ist eine sehr, ja, es geht sehr nah. Aber ansonsten denke ich mal, hat das ja mit der Partnerschaft als solches nichts zu tun. Bis auf das, wenn ich selber aus so einer Massage komplett entspannt und als neuer Mensch komme, ich natürlich auf meine Partnerin oder wenn ich eine Frau wäre, auf meinen Partner ganz anders zugehen kann, weil mein Herz ist wieder offen und ich habe einen Großteil der Last von mir abgeschüttelt, von ja, irgendwelchen scheinbar moralischen Glaubenssätzen, die mich dann einfach freier machen und die mich dann in meiner Beziehung auch bereichern und die natürlich das ganze Konglomerat Beziehung mit allem, was da so stattfindet, verändert und zum Positiven verändert. Gar nicht. Ich wollte gar nichts wahrnehmen. Ich habe einfach nur empfangen.
Also es geht ja da nicht darum, irgendwas rauszuziehen, sondern es geht darum, sich fallen zu lassen und einfach nur zu sein. Und deswegen muss ich da auch nichts tun in der Tantra-Massage, was ja das Schöne ist. Aber ich gehe da auch nicht mit irgendwelchem Anspruch ran. Es war einfach, wie es war. Ich lege mich dahin und begebe mich komplett in die Hände von jemand anderem, in dem Fall von der Michaela, und es braucht nicht mehr. Ja gut, es gibt ja nicht nur männliche Aggression. Natürlich, während des Tantras selbst, da kann ich nur aus so ein paar Gegebenheiten zitieren meiner Ausbildung. Ich habe ja eine tantrische Ausbildung schon genossen. Und da ist es einfach so, dass jeder mit seinen Dämonen irgendwo in Kontakt kommt. Und das ist auch ganz gut. Und dann entstehen natürlich, es kommen diese ganzen Ängste, es kommen diese ganzen Eifersüchteleien, es kommt eigentlich alles auf den Tisch, was irgendwo im Nirvana schlebt. Es kann sich da keiner entziehen. Entweder, es ist aber auch ein Weg. Entweder ich habe jetzt die Chance, mich dem zu öffnen und dem zu stellen und dem Teufel mal in die Augen zu schauen, meinem eigenen Teufel im Endeffekt, und zu gucken, was macht das mit mir und wie kann ich damit umgehen. Oder ich lasse es halt sein und renne, ja, noch lange Zeit in die falsche Richtung und komme nie bei mir an. Also insofern habe ich schon ganz viel Aggression auch erlebt. Nicht bei mir selbst, weil ich eigentlich gar nicht so der aggressive Mensch bin. Aber ich habe das schon bei sehr vielen anderen gesehen, die dann wirklich ja, einfach mal die Hüllen fallen lassen haben und auch das gelebt haben. Und damit war es dann aber auch wieder gut. Und dann wurden halt Sachen angesprochen, wurden halt Sachen bearbeitet und abgearbeitet und dann war ein Haken dran. Ich glaube, die leben jetzt auch ruhiger. Ja, und es ist ein Katalysator auf alle Fälle. Es ist ein Reinigungsprozess. Paare, die da ja scheinbar ihre Ehe oder wie auch immer retten wollen im Tantra, die werden dann sehr schnell die Erfahrung machen, dass entweder gehören sie zusammen oder nicht. Und das wird denen dann auch verdammt schnell klar. Also da wird nichts zerrissen, aber es wird wahnsinnig beschleunigt, was ja auch eine Chance ist.